Servus, Freunde. Ja, Onkel Ulf ist wieder hier und es hat zwar ein bisschen länger gedauert, das Training, aber es hat sich gelohnt. Seht mal, mit wem ich jetzt die Gruppenliga versuchen werde. Sage ich es extra versuchen. Da hätten wir einmal Albert, Jugong alias Albert. Und ich, übrigens alle habe ich auf Level 47 trainiert, das werdet ihr später noch sehen. Kann jetzt Surfer und Eisstrahl. Eisstrahl hat es auf Level 43 gelernt. Trotzdem habe ich ihn den Aurora-Strahl gelassen. Nur aus Sicherheitsgründen. Denn vielleicht braucht man ihn noch. Dann als nächstes Tonuktu alias Vulcano. Hat Sternschauer gelernt statt Silberblick. Ich wollte ihn eigentlich noch Flammenwurf beibringen, aber das lernt es erst sonst wann, keine Ahnung. Und der Feuersturm ist mir einfach zu riskant. Dann X-Bat alias Beißer hat nichts Neues gelernt. Arbok alias Schlängli. Ich habe ihn Erdbeben beigebracht und sicherheitshalber habe ich ihn den Biss auch gelassen, weil ich nicht weiß, was ich ihm stattdessen beibringen soll. Dann Taubos alias Vogel hat leider auch nichts gelernt. Und Electek alias Wo. Ja, ich habe ihm einen Spitznamen gegeben, habe ihm Donnerblitz, Feuerschlag und Eishieb beigebracht. Warum ich sie alle auf Level 47 trainiert habe? Ganz einfach, Electric lernt auf diesem Level Donnerblitz. Außerdem hätte Albert bis dahin auch Eisstrahl gelernt, was es ja auch jetzt hat. Das stärkste Pokémon von Siegfried, dem Champion der Pokémon-Liga, ist Level 50. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Level ausreicht. Okay, erst einmal umsortieren, dass er gibt wie unvorbereitet, das hätte ich vorher machen können. Okay, die Beleger kommen auch ganz raus. Was haben wir noch so was heilen könnte? Full Restore, auf jeden Fall. So. Gehen wir da hin, lala. Max Potion. Ach, ich glaube, das einfach so wird schon reichen. Ich hoffe einfach mal, dass diese Team jetzt stark genug sein wird, die Pokémon Liga zu schlagen. Okay, dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Weil dieser Typ da kauft gerade ein. Ich habe leider kein Geld mehr, ich habe vorher alles verbraucht, weil ich da auch geschockt habe. Okay, los geht's. Seid ihr bereit, Leute? Bis zu diesem Moment haben wir hintrainiert. Willkommen in der Pokémon-Liga, Chris. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willy. Ich bin Will. Will Smith. Ich habe trainierend die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon Kraft zu verleihen. Und nun habe ich es bis in die Top 4 geschafft. Ich kann immer noch besser werden. Verlieren steht nicht zur Debatte. Ja, der erste der Top 4 schmeißt sich uns gleich in den Weg. Es ist Willy und es setzt Xatu ein. Ich habe mir auch überlegt, ein Xatu zu fangen für die Liga, aber Psychokinese lernt es erst verdammt spät. Und die 10 Psychokinese gibt es erst nach der Pokémon-Liga. Genauso wie Starkflügel, was ich eigentlich Vogel beibringen wollte, aber nun ja, was soll's. Was war das nochmal? Rosana, glaube ich. Ja. Und ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auf die Vorsprungtaste komme, denn ich habe sie noch belegt, weil ich gerade eben vom Training komme. Ja, ich weiß, ich habe es die ganze Zeit aufgeschoben, weil ich mir überlegt habe, wie ich Super Mario Bros. Aufnehmen werde. Und im Endeffekt hat es dann bis jetzt zumindest geklappt. Ich habe das Video gestern hochgeladen. Bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit. So, Rosana beißt ebenfalls ins Gras. Weg ist der nächste. Was war das noch schnell? Ich glaube Kokowai. Kokowai. Ja, Schlängli setze ich da ein.
Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was, Coco ist doch ein Psycho-Pokémon, Schlängel hat keine Chance. Aber Coco ist doch ein Pflanzen-Pokémon, Schlängel kann ihm eine Matschbombe. Vielleicht reicht es. Komm schon, Schlängel, du bist stark genug, obwohl du ein Weibchen bist. Jawohl, reicht. So, das nächste ist der Slowbro, ist glaube ich Lamus, wenn ich mich nicht irre. Ja, da kann jetzt mal Volt Donnerblitz ausreichen. Seine frisch erlernte Attacke. Volt Donnerblitz. Diese Attacke ist einfach nur geil. Übrigens, Donnerblitz, Flammenwurf und Eisstrahl zählen zu meinen Lieblingsattacken. Vor allem haben sie meistens die besten Sprites. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich weil sie die meistgebrauchtesten Attacken sind. Und das letzte Pokémon ist Zartum. Ja, anhand des ersten Wiederkampfes seht ihr, dass Willi eigentlich nichts drauf hat. Oder er denkt sich jetzt, hey, warum hast du dich so überlevelt, das macht doch gar keinen Spaß. Ja, spätestens bei den nächsten paar Top 4, dann spätestens bei Melanie werdet ihr sehen, dass das nicht mehr ganz so leicht ist. Und Citrus wird sowieso eine harte Nuss. Ja, scheiße, ich habe den Text nicht gelesen. Ach, was soll's, er sagt einfach, scheiße, ich bin besiegt worden, geh weiter. Koga ist der nächste. Da werden wir natürlich mit der Volcano anfangen. Übrigens sieht dieser Overworld-Sprite von Koga ziemlich beschissen aus. Ist nur meine Meinung, aber hahaha, ich bin Koga, einer der Top 4. Ich lebe in den Schatten, wie ein Ninja. Mein komplizierter Stil wird die Verwirrung vernichten. Verwirrung schlafen Gift. Diese Techniken sind auch die, die auf Ninjas einsetzen, keine Ahnung. Hahaha, Pokémon sind nicht nur zum Kämpfen da, das wird sobald herausfinden. Achso, nein, Pokémon, bei Pokémon-Kämpfen kommt es nicht nur auf Stärke an, das meint er damit. Was ziemlich wichtig ist, denn Strategien-Pokémon ist, zumindest in den ersten paar Generationen, nicht ganz so wichtig, aber danach schon. Und Leute, ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich umgehen sollte. Denn ich bin ziemlich müde. Wir haben jetzt 7.10 Uhr morgens. Draußen regnet es in Strömen. Das Wetter ist wirklich grauenhaft. Perfektes Wetter zum Let's Plays aufnehmen. Ufa, Stelka sollte das sein, oder? Ja, Stelka hat im Grunde genommen nur eine einzige Schwäche. Und das ist eine doppelte Feuerschwäche. Genauso wie Xerox. Xerox wird übrigens eines meiner Lieblings-Pokémon, aber wirklich ein Top. Vor allem kann man mit Xerox auch eine fiese Patente spielen. Muck ist Slimeock, das weiß ich, da kommt jetzt Arbok zum Einsatz. Nämlich, man muss Xerox mit der Fähigkeit Techniker spielen und ihm dann zu Attacken wie Ruckzuck diesen Patronenhieb beibringen. Dann bekommt Xerox immer den ersten Schlag. Dank der Hilfe von Technikern mit Stärke von 80 und dann kommt der Step auch noch dazu. Was glaube ich an die Stärke von 80 von mal? Was glaube ich an die Stärke von 88 beträgt? Also, Mann, Antivir, ja, update bis jetzt, das ist scheißegal. Ja, was an die Stärke von fast 90 ist. Also schon ziemlich heftig und dann noch den Erstschlag und Xerox hohen Angriffswert. Omot kommt als nächstes. Ja, setzen wir mal den Vogel ein. Ich weiß, Omot kommt Psychokinese, aber der Vogel sollte das schaffen. Sehen wir mal, ob der Flügelschlag reicht. Ja. Nur Albert hatte noch keinen Auftritt, aber es macht nichts. Albert wird noch zum Einsatz kommen. Crobat. X-Buff. Ist Electric schneller als ein X-Buff? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, aber ich versuche es trotzdem mit dem Donnerblitz. Wo mir jetzt gerade auffällt, Electric kann doch Ice Leap. Das ist auch gut gegen Siegfried. Und, oh nein.
Ich hasse dich, X-Bud. Ja, nein, ich liebe dich. Natürlich gehört auch ein X-Bud zu einem meiner Pokémon-Platin-Pokémons. Ich immer. Ach, was ich damit sagen will, ich habe in Pokémon Platin auch ebenfalls ein X-Bud. Was ich allerdings mixed spiele. Also auf Angriff und Spezialangriff. Ich habe schon wieder nicht gelesen, scheiße. Du verdienst es, weiterzugehen und ich muss die Klappe halten. Ja, geh bitte in den nächsten Raum. Da ich sehe, dass ich nicht mal noch bei 11 Minuten bin, werde ich wahrscheinlich die Top 4 in einen Schlag machen. Der nächste ist Bruno. Gut, wenn ich jetzt wüsste, was Bruno als erstes einsetzt, dann wäre mir auch geholfen. Ich glaube, es war Capoeira. Setzen wir mal den Vogel an vorderster Front, der sollte es schaffen. Ich bin Bruno, einer der Top 4. Ich habe immer trainiert, um extreme Stärke zu erreichen. Das Potenzial der Pokémon zu erforschen. Dadurch bin ich sehr stark geworden. Kannst du unsere Kraft standhalten? Ich sehe, dass du keine Furcht hast. Okay, Zeit für einen Kampf. Bereit bist, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Huah! Diese Stimme war jetzt irgendwie seltsam gesprochen, weil ich da den Hype... Übrigens, da sieht Bruno jünger aus als in der Generation davor, was irgendwie keinen Sinn mehr gibt. Ja, Capoeira. Ich weiß nicht, was ihr von Capoeira haltet oder hält, aber meiner Ansicht nach ist Capoeira ziemlich schwach auf der Brust. Viel schwächer als Noxian oder Kikli. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Capoeira nicht besonders leiden kann. Es ist meiner Meinung nach ein ziemlich dummes Pokémon. Onix. Ja, bloß, dass das jetzt kommt. Setzen wir mal Alba ran, dass der auch seinen Auftritt hat. Hätte ich gewusst, dass die Level hier immer noch so schwach sind, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Training nicht so überzeugen. Tätige Hit, toll Alvord. War zwar völlig unnötig, aber das hast du gemacht, nur um anzugeben. Okay, Kikli. Kikli kann Kampf vertragen. Ja, da ist der Beißsams anscheinend die beste Wahl. Die Kampfattacken sind gegen X-Bud immer doppelt nicht effektiv. Ich weiß nicht, ob der auch Scanner oder sowas beherrscht. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall beherrscht der Angeberei. Reicht es? Ja, gut. So, das nächste sollte Noxian sein, oder? Ja. Ja, hier werde ich wechseln, weil Noxian kann Donnerschlag oder Eishieb, eins von beiden. Und das würde sowohl den Vogel als auch den Beißer sehr wehtun. Deswegen brauche ich was Neutrales. Also ist der Schlängel, glaube ich, die beste Wahl. Und sie kann Vertrag nur nicht effektiv, also kann er auf den Step auch mal verzichten. Matschbombe. Rosa Noxian. Klar doch. Aber dieser Kampf hier zieht sich schon ein bisschen länger als die davor. Jawohl. Ja, Feuerschlag. War zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem. Ich weiß nicht, heilt er schon? Ich versuch's mal mit Erdbeben. Nein, er heilt nicht. Letztes sollte Macho Mai sein. Oder Macho Mai, wie man es auch immer aussprechen mag. Mir ist Macho Mai wesentlich lieber. Machamp. Okay, da ist der Beißer wieder eine gute Wahl. Dieser Sprite hier sieht ziemlich übel aus. Das sieht Macho Mai richtig stark aus. Ich weiß, dass dieses Teil Kreuzhieb kann. Kreuzhieb tut ziemlich weh. Oh, es kann auch Steinhagel, das habe ich vergessen. Okay, dann fällt der Vulkan auch schon mal aus. Und der Vogel sollte auch Schwierigkeiten haben. Oh, fuck. Das wird wehtun. Oh, auf Alter kann ich auch nicht zurückgreifen.
Ja. Ich hab's gewusst, deswegen habe ich auf Flügelschlag eingesetzt. Dann kann ich jetzt in der nächsten Runde abhauen. Und ich weiß nicht, ob Matschmal auch Erdbeben kann. Denn dann wäre Elektrik auch am Arsch. Aber ist egal, Matschmal ist sowieso tot. Hau ab. So. Wer weiß, vielleicht werde ich dieses Video heute noch hochladen. Also ganz sicherlich. Ja, wir können euch verlieren. Verloren zu haben ist ziemlich dumm. Ja, deswegen kann ich nichts mehr dazu sagen. Ich geh weiter und fordere den nächsten Mal aus. Ja, bis jetzt waren zwar die Liga keine Herausforderung. Aber spätestens jetzt sollte sich das ändern. Der Weiße ist ein bisschen schwach. Ich glaube, den werde ich mal heilen. Eingesetzt als erstes. Ich weiß, dass die Gengar nach Tara, die Flora. Wundermann und Kramux besitzt. Aber welches das erste war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war nach Tara, bin mir mal nicht sicher. Das war kein Synchro. Ja, das ist jetzt die Frage, wem setzt sich ein? Ich versuche es einfach mal mit Schlängeln. Ich bin Karen. Oh, Karen ist ein grauenhaftiger Name. Melanie ist viel besser. Vor allem ist Melanie auch einer der Namen, die ich für meine Tochter verwenden würde, wenn ich eine hätte. Oder haben würde oder haben sollte, wie auch immer. Ich bin Melanie von den Top 4. Du bist Chris. Ja, Sam. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ich finde ihn wilden, harten Stil richtig anziehen. Achso, sind sie auch stark. Achso, glaubst du, du kannst das nicht mehr aufnehmen? Na gut, dann unterhandst du mich. Los geht's. Vor allem dieser Sport gefällt mir viel besser als der in Hardgold und Soul Silver. Ja, nach Haare beginnt. Meiner Meinung nach sieht es in Hardgold und Soul Silver richtig scheiße aus. Aber total. Ja, Moment mal. Was rede ich da, Synchro? Die beherrschen ja keine Fähigkeiten. Ja, ich spiele momentan wieder Pokémon Schwarz und Weiß 2, deswegen. Oh, das war schlecht. Vielleicht kann ich jetzt vergiften mit der Matschbombe, das wäre schon mal ein Vorteil. Und? Nein. Finte. Ich packe die Unerträglichkeit. Aber ich glaube, das ist nach Tara beherrscht. Oh, wow. Beherrscht auch Anziehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ob das ausreicht? Ich glaube schon. Ja, reicht aus. Gut gemacht, Schlängel. Wow, fast Level up. Okay, nächstes ist... Wildplum ist, glaube ich, lass mich überlegen, die Flora. Oder? Ja, ich habe richtig vermutet. Wie gesagt, mit dem englischen Pokémon-Namen kenne ich mich nicht so gut aus, aber ein Flammenhaar könnte ausreichen. Und? Nein. Nein. Bloß nicht. Oh, sie halten. Gut, dann eben. Dies hat mein Plan verdient. Vor allem das Pokémon, wovon ich von mir am meisten Respekt haben werde, sind unter anderem Gengar. Aber es gibt noch ein Schlimmeres, das sie hat, nämlich Hundemon. Vor Hundemon habe ich einen Höllenrespekt. Ja, Gengar, du bist keine Herausforderung. Du bist zwar schneller als Arbok und wirst ihn eine reinhauen, aber ein Erdbeben sollte ausreichen, dich zu vernichten. Oh, Arbok ist sogar schneller. Ja, das war's dann für Gengar. Den Hundemann ist generell gesehen. Was? Ja. Generell gesehen Idiot. Den Hundemann ist eigentlich ziemlich schnell und hat auch einen ziemlich hohen Spezialangriff. Es hält zwar nichts aus, aber dafür kann es gut austeilen. Kramux, ja. Kramux kann gar nichts. Ist ja auch eine
Unterentwicklung. Denn in Diamant, Perl und Platin hat er seine Weiterentwicklung bekommen. Kramschiff nämlich, was zwar einen hohen Angriffswert hat, einen ziemlich hohen sogar, aber die restlichen Werte sind ziemlich schlecht. Man kann es ja auf Initiative trainieren, so wie ich mein Kramux trainiert habe, dann kann es ja noch ein bisschen was reißen, aber Hundemann, da ist es. Ich hoffe mal, dass Albert schneller ist und es one-hitten kann. Denn wenn nicht, wird Albert ziemlich einstecken müssen. Und ich weiß, dass das Teil Flammenwurf und Knirscher kann. Scheiße. Bitte mach nicht so viel Schaden. Schade, dass der Albert noch keine Speckschicht hat. Ach, Albert brennt. Ja, so darf das heute ausreichen. Vor allem ist Hundemann mein stärkstes Pokémon. Und? Nein! Scheiße! Okay, versuch's nochmal. Ja, Hypertrank, das war klar, das war abzusehen. Komm schon, jetzt One-Hit. Und? Nee, wieder nicht. Das wird jetzt übel. Ich weiß nicht. Könnte Albert einen Flammenwurf überleben? Nein, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, Flammenwurf. Nein, ich glaube nicht, dass Albert den Flammenwurf überlebt hätte. Okay, schon 30 Schaden macht, obwohl es nicht effektiv ist. Ja, ihr stärkstes Pokémon ist besiegt. Man hat es schon, weil ich muss nachher etwas frühstücken gehen. Ja, du bist ein wirklich guter Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das macht nichts. Ja, das ist nur die selbstgefällige Einschätzung der Menschen. Wirklich talentierte und starke Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ja, so wie ich es teilweise gemacht habe, diesen Let's Play. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist. Du hast verstanden, was wichtig ist. Geh voran, der Champ wartet. Okay. Jetzt noch mal kurz auffreschen. Unistore. Für Albert. Wir haben Brand Albert und das wollen wir ja nicht. Dann auch wenn es weiß verschwenden ist, werde ich jetzt jedes Pokémon mit einem Hypertrank aufheilen. So, denn ich will möglichst fit im Kampf gegen Siegfried sein. Ich weiß auch, was mein erstes Pokémon ist, das wird nämlich Garados sein. Ich könnte den Champ in ein separates Video packen, was aber dumm wäre, da ich nicht glaube, dass der Kampf gegen den Champ so lange dauern wird. Okay. Vor allem, der Kampf. Oh, das sieht schön aus. In Gold und Silber sieht es langweilig aus. Ja, vor allem, Schlängli zählt zu meinem Lieblings-Pokémon und Taubos zählt zu meinem Lieblings-Pokémon. Dann die erste Entwicklung von Vulcano, also Feuerregel und Albert zählen ebenfalls zu meinem Lieblings-Pokémon. Also 4 von 6. So, Siegfried. Oh, das sieht schön aus. Ich habe dich bereits erwartet, Chris. Ich wusste, dass du dank deiner Fähigkeiten, dass wir uns da irgendwann mal gegenüberstehen werden. Das ist kein Ort für Worte. Ein Kampf wird zeigen, wer von uns der Stärkere ist. Ich bin der stärkste Trainer der Pokémon-Liga. Ich bin der Liga-Champion. Ich, Lance, also ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Epischer Kampfmusik und einem wirklich guten, wo das Siegfried ziemlich beschissen aussieht. Garados. Was, Level 47? Irgendwie habe ich die Stärke in Erinnerung. Mein Donnerblitz sollte reichen. Diese Musik sieht einfach nur so episch. Okay, vor allem er hat, ja, Dragoran, er hat drei Dragorans. Das ist das
Level 47. Eishieb. Oh, Elektrik ist sogar schneller. Und das sollte One-Hit sein. Ja. Oh Mann, hätte ich gewusst, dass der so schwach ist, dann hätte ich meine Pokémon nicht so sehr übertrieben trainiert. Noch ein Dragoran. Okay, jetzt lassen wir Albert auch mal. Ja, Level 47. Ein Dragoran hat er nämlich noch. Nämlich sein stärkstes Wasser auf Level 50. Ja, das kann Dragoran unmöglich überleben. Ein Eisstrahl von einem Yugong. Yugong ist zwar speziell nicht ganz so gut, aber trotzdem hat Yugong einige Werte, womit es durchaus punkten kann. Was es auch zu einem gefährlichen Gegner machen könnte. Aerodactyl. Was setzt ihr gegen Aerodactyl ein? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hoffe mal, dass Aerodactyl kein Erdbeben beherrscht. Weiß ich, dass er auch noch ein Glurak hat. So, Donnerblitz. Antikraft. Naja, geht so. Ich sehe gerade, ich werde es nicht locker gleich in die Tasche stecken. Irgendwie habe ich ihn überschätzt. Das ist irgendwie schade, ich sollte einen spannenden Ligakampf haben. Ich hätte eben nicht so hoch trainieren sollen. So, jetzt kommt's. Dragoran, das auf Level 50. Ja. Ich weiß, das ist vielleicht überheblich von mir, aber nur so just for fun, vielleicht dann auch ein Aurora-Strahl aus. Ich glaube schon. Nein! Ja, also ich bin jetzt setze ich sowieso Eisstrahl ein, das was ein One-Hit sein wird. Ich bin zwar vom Level her schwächer als Siegfried, aber trotzdem bin ich im Überleben. Ja, tot. Ob es dann gegen Rot auch so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Glurak, sein letztes Pokémon. Ja, Kampf der Feuerstarter. Wo Glurak eigentlich stärker sein sollte. Generell sollte Glurak stärker sein als Vulcano. Los, Sternschauer. Wie viel macht das Schaden? Oh, gar nicht mehr so gut. Wow. Superstrahl. Ich hab ganz kurz noch Glurak. Oh, das war schwach. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe auf Schlängli wechseln. Und das würde mit Vulcano ewig dauern. Ja, leider hat Erdbeben keine Wirkung, also muss ich auf die Matschbombe zurückgreifen. So. Ja, die macht ganz schön Schaden. Oh, der Flammenwurf. Wie viel Schaden machst du damit? Ja, geht so. Nochmal Matschbombe. Und das war's. Glurak wurde besiegt und wir sind Liga-Champion. Oh Mann, hätte ich gewusst, dass er so schwach ist, dann hätte ich nicht so sehr trainiert. Es ist vorbei. Aber ich fühle mich irgendwie gar nicht schlecht. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Nein, ich bin glücklich. Glücklich, den Aufstieg an der neuen Liga-Champions miterleben zu dürfen. 10.000er, wow. Du bist ziemlich stark geworden, Chris. Deine Pokémon haben ihre natürliche Kraft entwickelt. Keine Ahnung. Als ein Trainer musst du noch stärker werden. Du und deine Pokémon. Oh nein, es ist alles vorbei. Das verzeih ich, nur weil du so langsam warst. Ach, Chris, es ist schon lange her. Du siehst ziemlich beeindruckend aus. Deine Form, die Pokémon Liga zu bestehen, war fantastisch. Durch Hingabe, Vertrauen und Liebe
dein Pokémon hat es möglich gemacht. Deine Pokémon haben etwas geleistet, was trotzdem imstande war. Keine Ahnung. Ich kann zwar Englisch, aber jetzt bin ich momentan viel zu müde, um da irgendetwas zu ersetzen. Und es ist halb acht morgens, also was soll's. Keine Ahnung, ich kann den Satz gerade nicht übersetzen. Gratuliere, Chris. Ein Interview mit dem neuen Champion. Chris, das ist mir etwas zu laut. Komm, lass uns gehen. Warte, wir haben das Interview noch gar nicht gemacht. Ja, das ist so ein dämlicher Gag. Oh, das sieht auch anders aus als in Gold und Silber. Es ist schon lange her, dass ich hier das letzte Mal war. In dieser Halle werden die Liga-Champions mit ihren Pokémon verewigt. Ihre korrigierten Pokémon... Also ihre korrigierten Pokémon werden ebenfalls verewigt. In Deutschland sagt er beides in einem Satz. Hier und heute wirst du als neuer Liga-Champion eingetragen. Ein Trainer, der mit so unglaublich viel Vertrauen in alle Pokémon hier teilgenommen hat. Ein Trainer, irgendwas mit Perfektion. Mann, keine Ahnung, ich bin viel zu müde, um da irgendetwas zu übersetzen. Bitte nimm das mir nicht übel. Der neue Liga-Champion, der alles großartig gemacht hat. Chris, erlaube mir, dass ich dich und deine Partner als Champion registriere. Kannst du gerne machen. Mit vier von meinen Lieblings-Pokémon? Ja, speichern. Einmal haben wir Walt alias Electek. Dann Schlängli alias Arbok. Ich weiß, das Alias gehört eigentlich andersherum, aber scheiß drauf. Scheiße alias X-Bat. Ich hätte vielleicht das Level dazu sagen sollen, scheiße. Vogel alias Taubos. Keno alias Tanutsu. Und Albert alias Yugong. Und wir selber, Chris. Pokémon gesehen, 176 und 32 gefangen. Ja, du war leider so gute Arbeit. Aber es ist manchmal ein langer Weg vor dir. Ja, diese Eichanalyse ist voll nutzlos. Und das Yugong in meiner Schwarz und Weiß sind 2, heißt übrigens auch Albert. Was ist denn das denn? Scheiß Abfang, in Gold und Silber sieht das viel besser aus. Naja, was soll's, dass man einfach mal drin passieren darf, reden. Ich gebe schon mal eine Vorrichtung, das Spiel war bisher Pokémon-like-mäßig gut, natürlich. Aber, ja, kurz viel lang. Aber natürlich war es das noch nicht, denn ich werde die Kanto-Arenen ebenfalls abklappern. Das Let's Play wird erst dann beendet, wenn ich Rot den stärksten Trainer der zweiten Generation besiegt habe. Also der Rot steht am Silberberg, das weiß ich ja. Den Weg dorthin weiß ich allerdings nicht mehr. Ich hoffe... Oh, das sieht ziemlich seltsam aus. Ich hoffe, dass ich bis dahin entweder den Weg weiß oder wenn ich muss mir den Weg irgendwie ansehen, denn ich habe keine Lust, da dann in Silberberg stundenlang herumzuhören und meine Pokémon gegen alle möglichen Gegner kämpfen zu lassen. Oh, da wird mir jetzt schon ziemlich, wenn ich das da oben sehe. Aber was soll's. Im Original Gold und Silber fanden wir übrigens Elekid, Togepi, Glubella und Wieso? Ja, Wieso. Und ich höre gerade, es ist in den Lauf gestanden. Ja, sieht aus, als ob meine Eltern jetzt aufgewacht sind. Das war es vorerst mit der Pokémon-Liga. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Dieses Projekt ist noch nicht beendet.
denn die Kanto-Arenen kommen auch noch. Und als Beweis. Ja, das wissen wir alles. Als Beweis werde ich hier nochmal speichern. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Onkel Wolf. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.